Geheimakte Tunguska. Folge 27. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Also jetzt muss ich gestehen, bin ich ziemlich verzweifelt in der letzten Folge. Ich hab's nicht verstanden, ehrlich gesagt. Und ich verstehe es immer noch nicht. Weil ich der Meinung bin, ich habe den richtigen Lösungsweg und er macht's irgendwie nicht. Ich habe gefühlt 2 Dutzend Mal die Spritze jetzt auf das Betäubungsmittel angewendet. Und er will's einfach nicht machen. Und irgendwie habe ich mich ziemlich gescheut, in der Lösung nachzuschauen. Ich habe jetzt einfach keinen Bock darauf. Weil ich mir einfach denke, ich habe die ganze Zeit keine Lösung gebraucht und ich habe irgendwie so dieses dumme Gefühl, dass es glitscht. Aber, weil ich natürlich jetzt schon eine Folge verbraucht habe, habe ich jetzt mal ganz sachte mal in so eine Lösung reingeschaut, so ganz vorsichtig. Und nur so Zeile für Zeile. Und da stand eigentlich nichts anderes dran, als ich gemacht habe. Dass da ein Wachmann ist, dass der Fußball schaut, dass man den mit der Satellitenschüssel ablenken kann und das aber auf Dauer machen muss mit dem Messer. Skalpell. Habe ich gemacht. Und dann stand nur noch dran, aber auch das bringt nichts. Also kümmern wir uns weiter um Nina. Das war alles und dann habe ich schnell zugemacht. Wo ich dachte, hä, wie um Nina kümmern? Ich habe so das Gefühl, wie ich vorhin schon vermutet habe, dass irgendein Puzzleteil, irgend so ein Etwas fehlt, irgendwas in der Kausalitätskette, was jetzt mich davon abhält, das mit der Spritze zu machen. Ja, und ich habe ja, das fand ich ja noch geil am Ende der Folge, ihr habt es vielleicht gesehen, habe ich noch dieses Rohr mit dem Stethoskop angeklickt. Vielleicht kann man hier noch irgendwie mehr machen. Vielleicht kann er an dem Rohr hochklettern oder sonst irgendwas, wobei ich das jetzt nicht glaube. Sonst bräuchte ich ja die Wache nicht mehr betäuben. Ja. Ich weiß nicht, ob er hier jetzt noch mehr sagt, wenn ich das jetzt nochmal anklicke. Nina ist am anderen Ende des Rohrs. Ich muss sie so schnell wie möglich hier rausholen. Na gut, ist mir schon klar, aber hochklettern kann er nicht und viel mehr ist doch nicht mit dem Rohr. Weil das war das Einzige, was ich gelesen habe. Wir müssen uns also weiter um Nina kümmern. Ja, toll. Wie soll das gehen? Ich glaube halt, das Rohr könnte was sein. Sonst ist hier ja nichts mehr. Das mit dem Container ist der Finger. Die Lampe beleuchtet den Kellereingang. Ja, das hat man halt auch schon. Hier ist ja sonst nichts, dass man irgendwie sagt, ich habe noch überlegt, das sieht aus wie Stufen hier oder sowas, aber... Ja, weiß ich auch nicht. Kann man das nochmal machen? Nina, wach auf! Das bringt nichts. Die scheinen Nina ruhig gestellt zu haben. Und wenn ich noch lauter rufe, steht hier gleich das ganze Krankenhaus auf der Matte. Das glaube ich gern. Aber mehr ist doch nicht. Kann ich sie nochmal anrufen? Ihr Handy ist aus. Achso, es ist sowieso ausgeschaltet. Vielleicht irgendwie klopfen, Klopfzeichen geben oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich probiere jetzt mal jeden Gegenstand einfach drauf. Irgendwas muss doch hier sein. Ammoniak. Hä? Ist das sowas wie Riechsalz? Ich habe jetzt einfach mal alle Gegenstände drauf angewendet, weil ich dachte, man kann vielleicht klopfen oder sowas. Vielleicht wird dieser penetrante Gestank ja dafür sorgen, dass Nina aufwacht. Jetzt stinkt es hier unten ganz erbärmlich. Das bringt mich auch nicht weiter. Es war jetzt einfach nur rumprobiert. Ja toll, jetzt stinkt's. Ja, nur? Ah, Ventilator bestimmt oder was? Ah, da muss ich jetzt aber auch mal drauf kommen. Wenn ich jetzt das nochmal anschaue? Das Ammoniak hat sich noch nicht verflüchtigt. Das kann man noch aus 10 Meter Entfernung feststellen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt einfach nur, so wie ich es ja die ganze Zeit mache, einfach alles aufs Rohr angewendet. Das mit dem Ammoniak. Ich weiß auch gar nicht, Ammoniak, echt, ist das sowas wie Riechsalz oder was? Na gut, Ventilator, Fragezeichen? Das Hochtreiben? Ja, und was hat das jetzt mit der Spritze und dem Arm von dem Typ zu tun? Vielleicht reicht der kleine Ventilator ja aus, das stinkende Ammoniak durch das Rohr in Ninas Gefängnis zu pusten. Ein Versuch wäre es wert. Boah, was für ein Gestank. Verstößt das nicht gegen die Genfer Konvention? Na, da bin ich aber froh, dass es dir gut geht. Max? Wer sonst? Hast du jemand anderen erwartet? Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht auf überraschenden Besuch eingestellt. Ich sollte hier erstmal aufräumen. Und lüften. Hast du mir den Gestank hier reingeschickt? Ja, anders warst du ja nicht wach zu kriegen. Du schnarchst übrigens. Und du sprichst im Schlaf. Wenn du das irgendjemandem erzählst, bist du ein toter Mann. Keine Sorge. Jetzt müssen wir dich da erstmal rauskriegen. Gute Idee. Hast du einen Plan? Nee, nicht wirklich. Na dann mal hopp. Ich werde mich in der Zwischenzeit zurecht machen. Kann ja nicht sein, dass der edle Held die Prinzessin rettet und die sieht aus wie schon mal gegessen. Wow. Was heißt das jetzt? Ah! Ah, ich kann, alles klar. Das kann ich mich gar nicht mehr so ganz daran erinnern, aber man kann, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Vor einiger Zeit habe ich privat Ankh gespielt, das habe ich glaube schon mal erzählt. Da konnte man das auch. Character switchen. Jetzt habe ich aber doch irgendwie Bock mal zu speichern.
Aber das regt mir jetzt ein bisschen auf. Also zum einen, lass mich doch das mit der Spritze und dem Wachmann machen. Oder ist das einfach, ja, wo auf der anderen Seite, gut, okay. Wenn ich es jetzt gemacht hätte und dann hätte ich vielleicht gesagt, ja toll, jetzt habe ich vorgegriffen. Vielleicht war es ganz gut so. Aber ich muss gestehen, ich war richtig sauer in der letzten Folge. Vor allem habe ich das Gefühl gehabt, ich habe eine Folge verplempert. Vielleicht hätte ich mich da nicht so drauf versteifen sollen, irgendwie ein bisschen weitermachen. Aber es ist halt, ich war fast sicher, dass es glitscht. Und das war jetzt reiner Zufall. Ich habe einfach gedacht, wegen Klopfen oder irgendwas, habe ich mal alle Gegenstände drauf angewendet. Der einzige Tipp, den ich jetzt habe geben lassen, war, man muss sich erstmal um Nina kümmern. Wirklich, Tipp ist das ja auch nicht. Aber gut, was soll's. Ja, kann ich hier noch mehr machen? Nina ist am anderen Ende des Rohrs. Ich muss sie so schnell wie möglich hier rausholen. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir zu Nina schalten, bevor wir jetzt das mit der Spritze machen. Weil ich glaube, jetzt müsste es gehen, aber ich will jetzt mal nach Nina schauen. Vielleicht geht's das sonst nicht mehr. Neue Tagebucheinträge wird es ja nichts geben, oder? Nö. Das könnte mich aufregen. Also, auf der anderen Seite, also da muss man ja schon mal drauf kommen. Gut, das mit dem Stethoskop habe ich noch. Das war noch ganz gut, finde ich. Das mit dem Ammoniak war einfach nur Trial and Error. Das mit dem Ventilator war dann wieder klar. Da muss man auch schon mal drauf kommen. Vor allen Dingen, wenn da jetzt Riechsalz gestanden wäre, hätte ich es wahrscheinlich geschnallt. Aber Ammoniak, erklär es mir mal jemand. Ist das dasselbe? Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin ja kein Chemiker oder sowas. Wir schalten jetzt mal auf Nina, ist jetzt auch egal. Okay. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Oder? Ganz in Ruhe. Über dieses Rohr kann ich mit Max reden. Scheint ihr ja auf jeden Fall gut zu gehen. Was ist das? Häkeldeckchen. Hübsch. Meine Oma hat mit dem Häkeln solcher Deckchen ihren Lebensunterhalt verdient. Ich würde mir schon beim Versuch die Finger brechen. Die Mom von meinem kleinen Fortnite-Kumpel macht sowas auch. Aber egal. Sei hiermit gegrüßt, der Leon und die Anke. Mal mitnehmen. Mann, habe ich ein Rieseninventar. Hübsch. Okay, das ist dasselbe. Was ist das? Ein Fressnapf? Der süßlich-faulige Geruch erinnert noch an das, was da mal drin war. Was auch immer das gewesen sein mag. Du wirst ja gegessen haben, oder nicht? Eine Schüssel. Cool. Der süßlich-faulige Geruch. Nichts Neues. Ein kleiner Stein. Ist wohl aus dem Mauerwerk rausgebrochen. Ist wohl aus dem Mauerwerk rausgebrochen. Da muss man genau hinschauen jetzt in der Zelle. Da kann jetzt alles Mögliche dabei sein. Die Matschwatzi. Und auf dem Ding habe ich gelegen. Bleh. Tja. Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Definitiv. Der ist völlig hinüber. Aber warum kann ich den anwählen? Da ist ein Rattenloch. Möchte nicht wissen, wer oder was da drin rumkrabbelt. Herr und Frau Ratte. Da fasse ich nicht rein. Und die Tür. Abgeschlossen. War auch nicht anders zu erwarten. Aber man kann es ja mal probieren. Ich weiß halt jetzt nur nicht. Ja, gut. Ob ich wirklich hier was machen kann oder ob ich jetzt mit Max das mit der Spritze versuchen soll. Scharfe Kanten. Ah, kann ich da denn die Schüssel scharf machen und dann. Aber wozu? Dann habe ich eine Schneide, ja toll. Und dann mache ich die Matratze kaputt oder was mache ich dann? Das Mauerwerk macht nicht den stabilsten Eindruck, aber da rauszukommen würde wahrscheinlich trotzdem Tage dauern. Ja gut, vielleicht kann ich die Schüssel scharf machen. Aber wozu? Dann schlitze ich die Matratze auf vielleicht. Und dann? Dann habe ich Innereien von einer Matratze, irgendwelche Baumwolle oder was weiß ich, was Federn oder keine Ahnung, was da drin ist. Und was bringt mir das? Ich versuche mal, ob ich nochmal zu Max wechseln kann. Ja. Vielleicht kann ich das jetzt. Würde er das denn jetzt machen? Bevor ich nicht. Okay, er macht's nicht. Schade. Dann ist es doch Nina. Weil mit Max gibt's einfach nichts mehr zu tun, oder? Sind wir uns einig? Ich wüsste zumindest etwas. Herr und Frau Ratte. Tja, okay. Kann ich das anschärfen? Nö. Aber warum heißt es dann so explizit scharfe Kanten? Den Stein wetzen? Auch nicht. Okay. Steinchen durchgeben? Nö. Was noch? Jetzt bin ich halt wieder so ein bisschen alles auf alles. Aber das mache ich übrigens immer so. Also das, ich glaube, das kennen alle, oder? Ah, da ist das Stuhlbein extra. Also das kennt, glaube ich, jeder, der so Spiele gespielt hat. Das habe ich ja schon immer so gemacht. Das wisst ihr von mir. Auch bei Black Mirror, selbst beim ersten Teil oder Indie. Alles mit allem. Auch hier so alles versuchen, kombinieren. Das ist ja so das, was man irgendwann aus Verzweiflung tut.
Aber das mit dem Ammoniak war jetzt reiner Zufall. Das kann ich auch. Da bin ich manns genug, das zuzugeben. Da zeigt sich mal wieder, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ist aber auch nicht das erste Mal, glaube ich, in dem Adventure. Das Stuhlbein ist zwar nur aus Plastik, aber ich krieg's trotzdem nicht abgebrochen. Aha. Irgendwas mit dem Stein draufschlagen, damit es abgeht. Nicht. Ja, wieder ein bisschen rumprobieren, aber... Hä? Ich kann die scharfen Kanten mit dem Häkeldeckchen... Das ist auch wieder das... Ich weiß nicht, was es soll. Ich weiß nicht, was es soll, aber es funktioniert. Einmal kurz über die scharfe Kante ziehen und schon ist die Arbeit eines Abends zerstört. Wenn das meine Oma sehen würde. Ja, jetzt habe ich so eine Art Seil. Oder Faden. Gut, vielleicht kann ich was interagieren. Oder vielleicht kann ich mit Max ihr was hochgeben oder was runtergeben oder so. Aber das war jetzt auch einfach nur... Naja, wisst schon. Ist jetzt auch egal. Okay. Na gut. Wenn ich den Faden in das Rohr hänge, bleibt er vermutlich an den rostigen Wänden des Abflussrohrs hängen. Dann macht doch das Steinchen rum. Aber warum soll ich Max unbedingt auf Gewalt jetzt einen Faden geben? Aber irgendwas müssen wir ja machen. Allzu belastbar scheint der Faden nicht zu sein, wenn mir schon beim Knotenmachen ein Stück abreißt. Achso, sie hat jetzt zwei Teile, oder was? Der letzte Rest des ehemals glorreichen Häkeldeckchens. Das glorreichen Häkeldeckchens. Achso, jetzt habe ich gar nicht geschaut, was sie beim Faden an sich gesagt hat. Na, egal. Und das hier? Hoffentlich sagt mir jemand Bescheid, wenn er diese Konstruktion verstanden hat. Ja, ich hätte halt gedacht, dass da durchgeben. Wir schauen mal kurz. Ihr kennt mich. Nicht, dass nachher heißt, das hätte ich mal zeigen können. Das ist der komplette Faden. Das war mal ein mühsam gehäkeltes Deckchen. Jetzt sind es nur noch 5 Meter Faden. Für die, die es hören wollten. Also so Leute wie mich. Okay, ja, so bin ich. Jetzt zu Max runterlassen? Wozu auch immer? Der Stein scheint unten angekommen zu sein. Jetzt kann ich zumindest kleinere Gegenstände mit Max austauschen. Gut, das macht Sinn, so ein Inventarstausch. Aber was könnte ihr oben helfen jetzt? Also er hat ja keine Stange aus Eisen, wo sie die Tür vielleicht aufbrechen könnte oder so. Nina ist am anderen Ende des Rohrs. Ja, und der Stein kann ich jetzt nicht anklicken oder was? Was soll das da? Weil ich kann das gar nicht nehmen. Ich kann den Faden jetzt gerade nicht anklicken. Kann ich ihr ein Messer hochgeben oder irgendwie sowas? Tatsächlicherweise, ja. Ich kann alles hochgeben. Telefon? Nee, Telefon geht nicht. Ich kann alles hochgeben, aber wie jetzt? Alles? Aha, im Ernst? Also ich kann ihr alles geben? Was man damit wohl so alles anstellen kann? Wie? Kann ich da reinfassen oder was? Nö, hä? Lol. Ich bin, also aus schierer Neugier möchte ich ihr am liebsten einfach mal alles hochgeben, was er hat. Wenn es überhaupt geht. Aus purer Neugier. Das Fläschchen ist ziemlich zerbrechlich. Ich behalte es besser bei mir. Ich versuche jetzt einfach mal, schon wieder, ihr alles zu geben, was geht. Vielleicht bringt es irgendwas. Das lasse ich mal lieber. Sonst fasst Nina da aus Versehen noch rein. Messer? Also Messer und diese komische Klemmschere, oder wie man sagen will. Ja, kurios ist es schon, aber Spaß macht's auch. Jetzt habe ich mir auch wieder beruhigt. Ich war fast ein bisschen pumpig bei der ersten Folge, gebe ich zu. Also bei der ersten Folge der Session. Weil mich das aufgeregt hat. Weil ich einfach das erschien mir so logisch mit der Spritze. Ich dachte, es backt. Ja gut, mit dem Messer könnte ich die Matratze öffnen, aber... Ja, toll. Aber meinetwegen. Schade, dass ich die Wache nicht hier reinlocken kann. Warum wolltest du dann filetieren, oder was? Probieren wir mal das. Nimm dies, du Schrecken jedes Gesundheitsamtes. Die hat Sprüche drauf. Ja, toll. Jetzt habe ich so ein Schwämmchen oder was. Schaumstoff. Habe ich ja gesagt. Toll. Und auf dem Ding habe ich gelegen. Achso, ich dachte, da kommt jetzt was Neues. Ein Stück aus meiner Komfortmatratze. Oder muss ich jetzt das Schwämmchen mit dem vielleicht denke ich, obwohl da war am Arm, tränken damit. Und dann vor, aber kann man ihm das vor den Mund halten, damit er dann, oder so. Was soll das? Kann ich ihm das geben? Was könnte ich ihm denn noch geben? Den Teller auch? Nö. Also das ist ein Hin und Her. Und jedes Mal muss ich wahrscheinlich das Knacken rausschneiden, weil jedes Mal, wenn ich den Bildsprung habe, knackst es leicht. Aber lassen wir das. Ja. Ein kleines Stückchen Schaumstoff. Ja, kann ich das jetzt tränken damit oder was? Nö. Hä? Ja, toll.
Für was brauche ich das denn jetzt? Bin verwirrt. Okay, ich habe Schaumstoff, aber kann ich das wieder mal das übliche Test? Nee. Kann ich da irgendwie. Ja, was eigentlich? Aber wenigstens habe ich jetzt das Gefühl, es geht irgendwie weiter. Muss ich mal gucken, was ich mit dem Schwämmchen machen kann. Kann ich da. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Bisschen Blut aufnehmen oder aber wozu? Aber irgendwas ist ja mit dem. Das sieht ja aus wie ein Schwamm. Das ist ja kein Zufall, oder? Eimer? Man trifft es aber auch kaum. Nee. Blutiges Laken? Nee. Tupfer? Nee. Hä? Was soll ich mit dem Schwamm? Was soll ich mit dem Schwamm? Das bringt mir ja hier auch nicht weiter, oder? Nee, das macht ja irgendwie auch gar keinen Sinn. Hä? Das ist irgendwie komisch. Was soll ich jetzt mit dem... Könnte ich das jetzt? Nö, oder? Bevor ich... Okay, ich habe einen nicht so gut. Ich frage ja schon nicht mehr. Aber was soll das jetzt? Also jetzt habe ich ja Schwämmchen, toll. Ja, nice. Schaumstoff. Was soll ich denn damit? Da muss ich echt mal brainen. Schaumstoff. Das kann ich hier nicht auch immer gut zuhauen. Das auch nicht? Achso, das ist... Nee, wollte er ja nicht machen. Was soll ich jetzt mit dem Schwämmchen? Kann ich jetzt vielleicht irgendwie diesen machen oder so? Strange. Ich gehe nochmal zu Nina. Tja. Was ist das mit dem Stuhlbein? Warum kriege ich... Kann ich das aus Plastik und so weiter absäbeln? Aber wozu brauche ich das? Probieren wir das mal. Einfach ein bisschen rumprobieren. Das Bein ist ab. Nun kann er wenigstens nicht mehr weglaufen. Na klar. Ein hohles Stuhlbein. Man kann sogar durchschauen. Kann man machen, muss man aber nicht. Kann ich damit da rumstochern? Natürlich nicht. Ja, warum eigentlich nicht? Nochmal diesen Tricky machen. Kann ich ihm das geben? Dann habe ich ein Plastikbein. Max? Hallo? Er scheint nicht da zu sein. Ich sollte warten, bis er wiederkommt. Wie? Ach so, ich stehe ja gar nicht vor... Okay, Verzeihung, er steht ja gar nicht davor. Oh Mann, ey! Ja gut, okay, das ist ja in Ordnung. Was soll das mit dem Rattenloch? Da muss ich ja auch noch irgendwas machen. Brauche ich da ein Stück Käse und er kann das sich irgendwie besorgen und ihr geben wiederum, oder was? Aber das ist ein Hin und Her. Ein hohles Stuhlbein aus Plastik. Na gut, aber... Irgendwie... mit der Spritze. Ah! Mein Gott! Freunde, nicht euer Ernst. Soll ich jetzt so ein... Wisst ihr, was ich meine? So ein Spuckrohr oder wie man da sagt, jetzt ist es nicht euer Ernst. Ich werde mal den hinteren Teil der Spritze abmachen. Nadel und Aufsatz müssten dann leicht genug sein und als Geschoss für mein Blasrohr funktionieren. Okay, also soll ich den gar nicht... Weil ich habe schon vorhin überlegt, den Wachmann einfach so eine Spritze setzen ist vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Also muss ich auf gut Deutsch so ein Blasrohr machen oder was? Okay. So wird das wahrscheinlich erst gar... nee, das macht er erst gar nicht. Ja, und jetzt macht das, oder? Dass er das auffüllt, oder? Wenn ich jetzt aus Versehen in die Nadel fassen sollte, dann wäre dieses Abenteuer wohl ziemlich schnell beendet. Und das wollen wir ja vermeiden. Okay, jetzt batscht es den wahrscheinlich um. Also jetzt kann ich bestimmt schießen, oder? Das ist aber auch... Das machen wir jetzt noch in der Folge. Wenn ich die Wache angreife, wird sie noch in der Lage sein, aus dem Raum zu laufen und Alarm zu schlagen. Das sollte ich nicht riskieren. Wie? Was heißt angreifen? Hä? Hä? Wie? Ja, ich denke, der fällt dann in Ohnmacht, oder was? Jetzt habe ich mir das... Ey, der macht mich fertig. Der Spiel. Jetzt habe ich mir das Blasrohr gemacht und jetzt... Wie? Wenn ich die Wache angreife... Aha. Oder muss ich jetzt die Türe schließen? Also diese schwere Eisentüre. Und dann geht's vielleicht los, dass ich zumachen, Blasrohr oder was? Könnte das vielleicht sein? Also da machst du es mit, meine Freunde. Aber egal, ich bin jetzt ein gutes Stück weitergekommen. Also dafür, dass ich jetzt in der ersten Folge der Session echt gehangen bin, muss ich sagen, jetzt ging's doch flott, muss ich gestehen. Manchmal ist es auch einfach ein bisschen aufmerksam, beziehungsweise ein bisschen Trial and Error machen, nicht immer gleich aufregen. Ich habe da auch schnell meine Ungeduld, die sich dann meldet.
Egal, also die Folge war doch jetzt bedeutend besser. In der nächsten versuchen wir das mal, dass wir mal die Tür zufallen lassen und dann das Blasrohr benutzen. Ich denke, ich bin verdammt dicht dran. Und wenn ihr das mitbekommen wollt, dann müsst ihr da eben einschalten und da sehen wir uns dann auch wieder. Und bis dahin, tschüss.